Sie? Und die Ergebnisse sind geradezu unglaublich. Oliver Stone ist der Meister des politischen Films. Sein Meisterwerk JFK zeigte, dass die Ermordung von Kennedy eine Verschwörung war. Auch sein neuestes Werk enthüllt eine Verschwörung. Berlusconi erzählt in tollen Bildern die Geschichte von einem aufgebrachten Volk, einem ungeliebten Ministerpräsidenten und nur einer Chance auf Sympathien. Er muss Mitleid gewinnen. Ein Angriff auf den Mediendutsche wird inszeniert. Packend zeigt er, wie mit einem Taschentuch die Öffentlichkeit getäuscht wird. Wuff, nach dem Treffer, Nase gerade, kein Blut. Komisches Ding vors Gesicht, plötzlich viel Blut. Und alles wird einem kleinen Deppen namens Lino Harvio Oswaldini in die Schuhe geschoben. Großes Kino, ein Muss und unser DVD-Geschenktipp für Weihnachten. Oliver Stones Dokumentation Der Weihnachtsmann kann gar nicht fliegen, sondern arbeitet für eine Zeitarbeitsfirma und ist Student im 26. Semester. Morgen Abend 20:15 Uhr im ersten und dafür enthält der Kern auf die Welt.